Hallo Freunde und willkommen zum nächsten Wowlog. Ja, heute habe ich mir überlegt, wir machen mal ein bisschen Kohle. Es ist, was ist heute eigentlich für ein Tag? Heute ist, glaube ich, Montag, ne? Ja, heute ist Montag. Und am Mittwoch wurde die ID resettet. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir da ein bisschen Kohle machen könnten. Und zwar mit ein paar Edelsteinen. Tja, was brauchen wir denn dafür? Ich brauche Erze Legion. Da habe ich so eine Gruppe erstellt, da habe ich jetzt diese Erze drin hier, dieses Leichsteinerz und Teufelsschiefer. Oh, warte mal, mein Chat-Overlay fehlt noch. So. Das dauert einen kleinen Moment. So, kleiner Cut an der Stelle, Leichsteinerz. Alter, ist das heute billig, was ist denn da los? Alter, ja komm, erstmal ganz viel davon kaufen. So billig wird es nie wieder sein. Wie viel nehmen wir denn? Warte mal, ich habe jetzt 200, 7 mal 2 sind 1400. Dann nehmen wir noch hier die billigen 50er-Stacks dazu. So. Brauchen vor allem Leichsteinerz. Ich zeige euch gleich warum. Gibt es nämlich einen kleinen Goldtrick heute mal wieder zu sehen. Wobei der eigentlich, ich glaube, der dürfte schon relativ bekannt sein. Ich weiß es gar nicht. Also wenn ihr den schon kennt, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, einige kennen ihn vielleicht noch nicht. Ah komm, wir nehmen noch die noch mit hier. So. Bisschen mehr heute. Und Teufelsschiefer. Oh, das ist aber auch verdammt billig. Ey, Alter, was ist denn heute los? Alter, ist das billig. Aber dafür brauchen wir gar nicht so viel. Zum Glück, weil das ist nämlich das teure Erz. So, ich denke mal, das dürfte schon reichen. Wer stellt denn das so billig rein, ey? Letzte Woche kam das noch 40, 50 Gold. Unfassbar. So, egal. Haben wir erstmal Fetterz eingekauft. Für... Ja, wir runden mal auf für 50.000 Gold. Wir gucken dann gleich mal, wie viel Gewinn wir damit machen. Mal schauen. Ich bin auch selber gespannt. Ich habe das schon länger jetzt nicht mehr gemacht. So, warte. Kurz ein bisschen sortieren. Lalalala. Dahin. Dahin. Upsala. Verklickt. Und dann dahin. Wo ist mein... Da ist mein kleiner Stack. So. Und jetzt werden wir das sondieren. Allerdings nicht auf den normalen Weg, sondern ein bisschen mit dem kleinen Trick. Es gibt ein Addon. Das sieht so aus. Und das heißt... Warte, ich kann es euch sogar sagen. Da. Gamchip Helper. So heißt es, Addon könnt ihr euch runterladen und das macht im Prinzip folgendes. Ich zeige euch das mal kurz als so ein bisschen beispielhaft, ja. Wenn ihr, warte, wo ist mein Sondieren? Gerade nicht im Interface. Wenn ihr etwas sondiert, dann bekommt ihr normalerweise randommäßig, jedenfalls kommt dem meisten so vor, irgendwelche Steinchen raus. In Wahrheit ist es gar nicht random, sondern ihr könnt das kontrollieren. Ich zeige euch das mal kurz, oder ich mache mal kurz Autoloot aus, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. So. Warte, sondieren. Ich sondiere jetzt mal hier einmal kurz Leichsteinerz. Zack. Das ist jetzt ein Edelsteinsplitter. Normalerweise sind die grau. Das kennt ihr ja, wenn ihr schon mal sondiert habt. Wer schreibt mich jetzt hier an? Jetzt habe ich keine Zeit. So, die sind normalerweise grau. Wenn die aber noch nicht gelootet sind, haben die eine Farbe. In dem Fall gelb. Und das weist jetzt darauf hin, dass wir garantiert immer gelb bekommen. Und zwar so lange, bis irgendein Steinchen dabei ist. So, nun müsste man halt wissen, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also, was wollen wir eigentlich? Wir wollen ja möglichst viel aus dem Erz rausholen an wertvollen Steinchen. Und jetzt könnt ihr mal gucken, also die blauen sind total wertlos, die kosten 40 Gold, die will ich gar nicht haben, die sind mir völlig egal. Orange 400, rot 440, lila 650, aha, ist schon ein bisschen teurer, gelb 800 und grün 1700. So. Und das bedeutet jetzt für uns, wir wollen am besten natürlich nur grüne haben, weil die am wertvollsten sind. Die anderen sind so lala. Es kommt halt immer auch auf den Erzpreis drauf an. Gelb ist, wäre jetzt der zweitwertvollste. So, jetzt kann ich hier weiter sondieren. Ich mache das nochmal kurz per Hand, um es einfach nochmal zu verdeutlichen. So, wieder gelb. Warte, machen wir weiter. Nochmal gelb. So. Jetzt haben wir hier einen gelben Astoniten. Also es ist egal, ob es ein kleiner rauskommt oder ein großer, das ist völlig egal. Jetzt ist das Ding resettet. Das heißt, jetzt kommt definitiv, oder also höchstwahrscheinlich eine neue Farbe. Das könnt ihr jetzt auch wieder mit gelb anfangen, aber es ist jetzt quasi random, welche Farbe jetzt kommt. Also warte, gucken wir mal kurz. Chaka. So, orange wäre es jetzt gewesen. Wir haben aber wieder einen Stein dabei, also wurde wieder resettet. So, und again. So, gelb, resettet durch den Sockel, neue Farbe wieder jetzt. So, warte, ich will es mal verdeutlichen. Jetzt haben wir wieder gelb, okay. Jetzt bleibt es gelb bis zum nächsten Steinchen. Und so weiter und so fort.
Jetzt ist das ein bisschen aufwendig und ein bisschen nervig. Deshalb mache ich Folgendes. Schnell plündern wieder an. Und zwar nutzen wir dieses Add-on hier. Hier sagen wir quasi, mit welchem Erz wollen wir anfangen. Wir fangen jetzt mit Legsteinerz an. Und welche Steinchen möchten wir gerne haben? Ich möchte jetzt nur die grünen. So, das heißt, er würde bei grün, wenn die Farbe grün kommt, wechselt er automatisch auf das teure Erz, auf das Teufelsschiefer, weil das Teufelsschiefer hat eine höhere Chance auf blaue Steinchen und wenn ein blauer kommt, kommen auch nicht nur ein oder zwei, sondern meistens drei oder vier raus. Manchmal auch fünf, glaube ich. So, das heißt, wir optimieren quasi das Sondieren, indem wir sagen, die billigen Steinchen hole ich mir aus dem Legsteinerz, die teuren aus dem Teufelsschiefer. Und das geht jetzt mehr oder weniger automatisch. Ich habe jetzt hier unten ein paar Makros, die erkläre ich euch gleich. Ich will eigentlich heute gar keinen Guide machen, das ist schon wieder fast wie so ein Guide. Dabei ist es doch bloß unser Wow-Log. Na egal. Auf jeden Fall, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen Kohle machen, weil ich brauche ein paar WoW-Marken, ein bisschen Battle.net-Guthaben und so weiter. Und deswegen mache ich jetzt hier einfach mal Go. Ich sondiere jetzt hier mit diesem Makro und das Addon regelt dann den Rest. So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Ich habe das mal ein bisschen vorgespult und ein bisschen geschnitten, weil das dauert halt wirklich sehr, sehr lange, bis der ganze Kram hier verwurstet ist. Aber ihr seht, also nochmal zur Erinnerung, haben wir das noch hier umstehen? Genau, wir haben ungefähr 50.000, ein bisschen weniger als 50.000 Gold ausgegeben. Das ist jetzt hier die Ausbeute. Wir haben viel zu viel Teufelsschiefer noch übrig, aber das macht nichts, den verwursten wir später. Wir haben ja haufenweise von diesen Edelsteinschwittern bekommen und halt 20 Pandemoniten, könnt ihr euch ja ausrechnen, 1700 mal 20 und dann auch den Rest hier mitrechnen. Also allein, es hat sich jetzt schon rentiert. Ich mache dann nachher nochmal eine zweite Runde, wo ich nochmal Lation-Erz nachkaufe. Ja, natürlich geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Und zwar machen wir jetzt noch fix ein paar Ringe. Die braucht man nämlich, zeige ich euch gleich warum, warte mal, kurz hier 43. Ich heb mir immer die Mats für, also immer eins von den Mats immer auf, dass die Inventarplätze da gesaved sind. So, mal kurz hier auf Erstellen. So, da sind wir auch gleich fertig. So, noch einen noch, genau. So, was machen wir jetzt mit den Ringen? Ja, die müssen wir natürlich jetzt noch entzaubern. Kleiner Tipp am Rande, ich habe mir so ein paar Makros dafür geschrieben, ne? Ich habe hier Disenchant blau, gelb, lila und rot. Da habe ich diese Ringe einfach nur reingeschrieben. Ich habe jetzt gerade, welche habe ich denn hergestellt? Ich habe jetzt hier die das sind jetzt die lilanen, nee, warte, das sind die orangenen hier. Die habe ich jetzt hergestellt und da kann ich jetzt einfach nur das Makro hämmern und dann entzaubert er die einfach automatisch. Mache ich jetzt mal kurz. So, ja, da sind wir auch schon fertig. Leider kein Blut von Sargeras dabei gewesen. Wirklich schade. Ich muss dann nochmal ein bisschen was organisieren, weil ich will das ja dann zu Sockeln machen. Ich verkaufe den Kram jetzt auch nicht. Wir haben jetzt hier einen Chaoskristall dabei gehabt, ne, immerhin. Und ganz viele Leylich-Splitter. Die sind am Mittwoch wieder mehr wert als heute. Das heißt, da warte ich jetzt noch ein bisschen ab. Genauso mit den Sockeln auch. Also das verkaufe ich erst alles am Mittwoch. So, und dann würde ich jetzt sagen, wir gehen noch mal kurz eine Runde den Weltboss uns abfarmen. Fix, vielleicht droppt er noch mal was Schönes. Kann ja aufgewertet sein, man weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, welcher Weltboss gerade ist. Warte mal, so direkt mal gucken. Welchen Weltboss haben wir denn? Wir haben hier oben. Ah ja, dunkle Gezeiten, Treibgut. Ja, da gehe ich mal fix hin. Wir fliegen da mal hin und legen den mal, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, na, endlich sind wir da. Ich hoffe ja sehr, dass bald der Patch 7.2 kommt. Ich will endlich selber fliegen können. Es geht mir so auf den Sack langsam, dass man jede Kacke muss man hier zu Fuß machen, auf ein Reittier oder so. Das ist mega anstrengend auf Dauer. Ich glaube, ich habe mittlerweile wirklich jeder Kante, an der ich jemals hängen geblieben, schon drei Vornamen und Nachnamen gegeben. Das ist echt mega ätzend. Blizzard, liebes Blizzard-Team, falls einer von euch dieses Video sieht, hört auf mit dem Kram und lasst uns einfach eher fliegen. Nicht erst mit irgendeinem Patch nach einem halben, dreiviertel Jahr, sondern einfach, weiß ich auch nicht. Muss von mir aus zu Release nicht sein, aber wenn ich Max Level bin, möchte ich fliegen können. Das ist echt super anstrengend. Mit Kanten hier. Und das alles eben noch kombiniert mit diesen mit skalierenden Mobs. So, egal. Ich reg mich nur schon wieder auf. Rechtsklick. Zack. Achso. Nee, wollte ich gar nicht. Oder? Doch. Dunkle Gezeiten. Da ist eine große Gruppe. Da gehen wir durch rein. Annehmen. So, mal gucken, was der gute alte Treibgut für uns droppt. Was will das Vieh von mir? Geh weg. Such dir andere Freunde. So.
Irgendwie will noch keiner pullen. Raid ist voll. Aber das ist wieder so ein, das ist wieder so ein geiler Raid, wo die Leute sonst wo stecken. Da und da und... Vielleicht noch in der alten Welt irgendwo. Nee, diesmal nicht. Wo sind die alle? Alle schon hier. Aber irgendwie ist der halbe Raid trotzdem nicht da, ne? So, los, du Paladin, jetzt pull mal. Slash Feuer. Ach, er macht schon. Okay. So, dann mal los. Pam, 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 pam. Ja, genau, Heldentum. Wir haben sowas bekommen. 860er, toll. 860er Hände. Naja, gut, ist ein kleines Upgrade. Tempo-Vielseitigkeit, ist natürlich mega müllig. Ich weiß nicht, soll ich das anlegen? 860? Ah, ich gehe einfach mal auf Item-Level erstmal. Ich glaube, die setzen erstmal egal am Anfang. Der ist ja eh nicht so gut, der kriegt 873 hier. Das ist ja ziemlich schwach. Naja. Oh, warte mal, da ist noch ein Hordler. Moment, töten. Ey, du da. Nein. Slowed. Füge drauf. Alter, guck mal, wie er sich heilt. Was? Ich glaube, es hackt. Oh, los, stirb. Ah, Eisenborke bringt dir auch nichts. First Blood. So, wunderbar. Ja, so, dann würde ich sagen, ich port mich mal zurück und dann sind wir auch durch für heute erstmal. Mehr ist heute nicht zu tun. Zumindest nichts wirklich Interessantes. Ich glaube, wir werden morgen, ich bin mir nicht sicher, morgen könnten wir mal ein bisschen leveln oder wir machen morgen mal eine Runde PvP. Ich weiß nicht, ich habe aber eigentlich keine Lust auf PvP, weil es so schlecht gebalanced ist, wie seit, also wie noch nie eigentlich. Na, mal gucken. So, ja, na dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Wowlog. Haut rein, ciao, ciao.